mein Tagesablauf ist, dass ich morgens in der Firma ankomme und dann meine Papiere mache, den LKW fertig mache, dann rausfahre zum Kunden. Also es war schon immer ein Wunsch, Berufskraftfahrerin zu werden. Es war schon immer ein Traumberuf. Ich bin über ein einsteigerqualifiziertes Jahr reingekommen, also ein 6-monatiges Praktikum habe ich gemacht. Danach habe ich meine Ausbildung 2,5 Jahre gemacht zur Berufskraftfahrerin. Je nachdem, was für eine Tour man hat, wenn man eine Innenstadttour hat zum Beispiel, da kann man bis zu 6 bis 8 Kunden haben. Wenn ich regelmäßig hinfahre, baut man auch einen engeren Kundenkontakt auf. Also es ist gut, wenn man die Bedürfnisse des Kundens versteht. Es ist halt schön, wenn man weiß, okay, der Kunde will halt immer von dann bis dann, weil er dann Mittag hat. Dann ist das für den Kunden echt praktisch. Ich bin seit 2014 im Unternehmen, bin aber gefühlt schon seit ich 7 bin mit bei Coca-Cola, weil mein Vater auch Berufskraftfahrer bei Coca-Cola war. Ich bin richtig langsam mit reingewachsen und Coca-Cola ist halt für mich wie eine Familie.